Vor kurzem ist mir was total Blödes passiert. Und zwar, ich habe den Schlüssel für meine Werkstatt verloren. Nachdem ich das erlebt habe, habe ich gesagt, okay, komm, jetzt baust du mal ein Schlüsselbrett oder auch mal so eine Ablage für einen Notizblock, wo du auch mal Kugelschreiber und der ganze Krimskrams liegen darf. Wie ich das baue, zeige ich euch jetzt. Nun kommen wir zum Holz. Was habe ich hier? Ihr wisst, ich habe ja in der Vergangenheit ein paar Projekte aus solchen Hölzern schon mal gebaut. Das ist Teakholz, Kumaru. Kumaru ist, glaube ich, aus derselben Familie. Oder es ist einfach nur ein anderer Name für dasselbe Holz. Ein sehr hartes, dichtes Holz, auch was natürlich auch etwas ja, schwierig in der Verarbeitung ist. Gerade Verleimen ist bei dem Holz absolut fast unmöglich. Also es gibt da einen speziellen Leim, der das Ganze hält, den ich aber leider nicht da habe. Deshalb werden wir das mit Schrauben verbinden, die aber jetzt nicht so schlimm aussehen werden, denn die Schraubenlöcher werde ich einfach verdecken. Dann fangen wir doch als allererstes wie immer mit dem Zuschnitt an. Die Zapfen, die ich jetzt benötige, um die Schraubenlöcher zuzubekommen, die schneide ich aus dem Reststück hier. Das ist auch das einzige Stück, was farblich noch passt. Also 5 Stück sollte ich aus dem Teil hier noch rausbekommen. Mit dem Schraubendreher können wir dann die Stücke hier einfach rausdrücken. Ich weiß noch nicht mal, ob ich die verleimen werde, weil das wird wahrscheinlich so eng, dass der Leim da gar nicht mehr raus kann. Jetzt nehme ich hier diesen Zapfen und positioniere es längs zur Maserung, also nicht quer, sonst ist das Bild nachher nicht mehr so schön.
und werde das Ganze jetzt einmal reinklopfen. Gucken, Maserung stimmt und dann rein. Also hier sehe ich keine Leimfuge. Seht ihr da was? Dadurch, dass die Maserung an der Kante und an der Oberfläche dieselbe ist, also gleich ist, ist das natürlich in dem Fall, sieht das aus, als wäre es ein ganzes Stück. Und hier ist keine Kante zu erkennen. Das heißt, das wird die Sichtseite sein und wir werden hier keine Kante erkennen. Das gefällt mir auf jeden Fall. Ich habe die Teile jetzt zusammengelegt, sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Ich freue mich auf das Endergebnis. Was mir aber noch fehlt und was mir im Moment noch nicht so ganz gefällt, ist, dass das Ganze keine Rückwand hat. So, jetzt könnte man natürlich Pappeln nehmen, Multiplex, Sperrholz, etwas mit Maserung und es dann vielleicht farblich verändern. Aber das möchte ich nicht. Ich brauche dünnes Material, so circa 3 bis 4 mm oder vielleicht sogar 5 mm. Und da kommt natürlich MDF in Frage. Jetzt hört sich MDF natürlich schrecklich an. Lackieren werde ich es nicht. Ich werde aber was anderes nehmen. Und zwar, ich habe hier noch einen Streifen Furnier und das Ganze mit Furnier schön verkleiden. Das Projekt wird sich noch ziehen, aber ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Video. MDF ist ja auf beiden Seiten ziemlich glatt, deswegen werde ich das Ganze nochmal mit 80er Schleifpapier grob anschleifen und dann hoffe ich damit, dass es etwas mehr Haftung bekommt. Das Furnier ist ja etwas wellig und ich hoffe, dass das jetzt durch die Feuchtigkeit von dem Leim etwas aufweicht und sich besser pressen lässt. Leim aus dem Eimer. Ich verbrauche in letzter Zeit sehr viel Leim. Immer so große Flächen. Und mit dem Spachtel hier, mit der Verzahnung, kann man dann schön den Leim sparsam auftragen. Habt ihr schon mal mit so einem Furnier gearbeitet? Was mache ich gerade falsch? Ist es richtig? Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich muss jetzt mal schauen, wo Leim ist und wo nicht. Da ist weniger. Muss ich ein bisschen rüberziehen.
so viel Druck, wie wir da jetzt drauf geben, da dürfte jetzt nichts mehr fehlen. Alles ausrichten, richtig positionieren und dann festziehen, damit die Bohrungen auch wirklich übereinstimmen. Wenn ihr nicht wollt, dass eure Schraubenköpfe nachher abbrechen, weil das, wie gesagt, zu hart ist, dann könnt ihr auch hier ein bisschen die Schraube in Wachs eintupfen, das war jetzt zu viel, und dann sollte das eigentlich auch besser gehen. Schön geschmeidig rein. Machen wir mal unsere Zwingen jetzt ab und schauen, ob das was geworden ist. Ratzfatz, Zwingen ab. So sieht das jetzt aus. Ich schneide das nachher noch auf Maß zu. Da muss ich aber auch gucken, dass ich hier den ganzen Leim wegbekomme, weil das wird nicht schön aussehen. Sehr viel schleifen kann ich auch nicht. Wie gesagt, das Material ist viel zu dünn.
So ein Blatt Papier oder sogar zwei werden problemlos gehalten. Da fällt nichts runter und selbst wenn was Größeres sein sollte, kann man ja zwei Magnete nutzen. Wieder einmal haben wir ein Projekt fertiggestellt, was mir wirklich sehr gut gefällt. Die geraden Linien, das schlichte Design. Gut mit den Knöpfen, da könnte man eventuell auch andere nehmen, wenn es farblich einem nicht gefällt. Ich habe die bewusst etwas heller genommen, damit das wirklich so klack sichtbar ist und man dann nicht irgendwie dunkel auf dunkel. Vielleicht könnte schwarz auch gut aussehen, gab es aber nicht, deswegen habe ich mir das in dem Farbton geholt. Mit den Magneten, das funktioniert auch sehr gut. Falls mir das jetzt irgendwie nicht gefällt, da gibt es ja fertige Magnete, die man im Schreibwarenhandel kaufen kann. Vielleicht suche ich mir da was farblich Passendes dazu und werde die nutzen. Ich darf Danke sagen, liebe Freunde. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Genießt das Wetter. Tschüss.